Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Ja, wir haben ja beim letzten Mal Saruman, den hinterhältigen Verräter, zum Glück noch verlassen können, beziehungsweise wir sind geflohen. Denke ich, vermute ich, hoffe ich. Und jetzt geht es, warte mal, muss ich überlegen, wo waren wir denn? Das war das hier, Counseling of Erend. Jetzt geht es zum Rat. Laden wir mal den Game-Stand. Ich bin gespannt. Nehmen wir schon früher auf als sonst, um ein bisschen Zeit zu sparen, weil ich mal vielleicht morgen, also bei der Aufnahmezeitpunkt, morgen mal streamen will. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Und ob das funktioniert, weil Internet ist besser, Verbindung ist besser und schnellere Festplatte. Eigentlich ist alles ganz gut und CPU und GPU sind eigentlich top of the line. Eigentlich sollte alles hergerichtet sein, um mal einen ordentlichen Stream zu machen, und mein Internetteil ist mittlerweile auch ganz gut unterwegs. Also müsste man mal hoffen, dass dies funktioniert jetzt. Und langsam gibt mir Gesprächsstoff, jetzt werden die Pausen auf. Und, wie geht's euch? Habt ihr schon Wochenende? Nee, warte mal, wann kommt die Folge? Dienstag oder Mittwoch? Dann werdet ihr kaum noch Wochenende haben. Oh, es geht los. Was passiert? Okay. Es ist Bruchtal. Wenn das Hall of Fire ist, where Elves retell their no histories, bla 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 bla, long lost heroes. Ah, okay. Nee, warte mal. Oder? Das ging jetzt zu schnell. Gib mir eine Sekunde. Gott, die Figuren sind besser aufgelöst als der Schatten. Holy shit, Anna. Ich habe approached nearby heroes to hear their stories. Oh, Frodo, you have that, they call it? Aber welchen habe ich jetzt approached schon? Ich bin. Have you spoken to Bilbo? The old Hobbit looks to me as he's always been here. Alter! Es ist gut. Alles gut. Ich gehe jetzt erstmal zu Bilbo. Oh, my dear Frodo! Are you enjoying Elrond's hospitality? How is your wound? Say, my boy. There's something I've been meaning to tell you. Tomorrow, there will be a grand counseling, where the whole long history of that ring of mine will be set out. Alter, nicht so schnell, gib mir eine Sekunde. I've told you much about the old adventures. Ich hab noch niemals zu allen gesprochen. Jetzt. Was geht jetzt ab? Oh. Nee. Warte mal. Moment, was? Wie geil ist das denn? Explore the cave. Ich kann mich nicht bewegen in diesem Cave-Teil. Darf ich bitte? Ah, jetzt geht's, okay. Nee, geht nicht. Es ist unangenehm, sich zu bewegen. Ah, da finde ich den einen Ring, oder? Also, die Kamera ist hier echt der Graus. In der Höhle. Ich sehe nicht alles. Lass mich nochmal die Kamera drin. Da ist Gollum. Wenn ich jetzt die Fragen beantworten muss, ne, dann bin ich am Arsch. Ich weiß denn nicht alle auswendig. Explore the cave. Object found. Object completed. Was ist jetzt meine Aufgabe? Wahrscheinlich zum. Ne, warte mal, da kommt. What is it? What is it, precious? What is it? My name is Bilbo Baggins. I'm a hobbit from the Shire. Oh, we like goblins as bats and fishes, but we haven't tried hobbitses before. Just show me the way to get out of here, and I'll be on my way. Oh, we know safe paths for hobbitses. Safe paths in the dark. Wie geil ist das denn? Wasn't talking to you. Look, I don't know what your game is, but I games.
Speak of Bomber to learn his struggles in Gondor. Ey, das konnte ich nicht alles machen, aber wird es noch gemacht, weil hier die Story sozusagen. Nee! Ich glaube, wir müssen zu den allen sprechen und dann erfahren wir jeweils die Story. Wir tun jetzt gerade die Geschichte von Bilbo erfahren und können die von Boromir und Elrond erfahren. Nee, oder? Das wäre cool. Okay, was passiert jetzt? Unser Nobody sees, it's taller than trees. Up, up it goes, and yet it never grows. Das war ein Berg, ne? Oh, warte mal. Au! Das wusste ich nicht! Das ist gemein! Das war gemein, ich war mir dann nicht sicher, wo das ging. Ich habe mich schon gefragt, wie ich das beantworten soll. Ups! Ja, hoppala! Okay, noch eine Runde. Das macht Spaß, das macht Spaß. Okay, lernen wir nochmal. Cancel Replay Mission. Okay, ich hätte da hinten nicht weglaufen dürfen. Hätte mir auch mal jemand sagen können. Ich wusste nicht genau, was jetzt gemacht werden soll. Das war halt mein Problem. Also ich wusste, ich sollte der Ansage forschen. Ich wusste auch die Antwort, das war ja der Berg. Weil es wächst und wächst. Und, du siehst es halt nicht, wie es wächst, ist der Berg. Aber ich wusste halt nicht genau, wie. Jetzt geht's wieder los. Aber wenigstens war es nicht so weit wie die letzten paar Male. Aber es ist ein bisschen verzwickt. Das gefällt mir. Es ist so, du weißt nicht sofort immer alles. Aber es ist auch nicht so schwer, alles zu wissen. Was es relativ cool macht. Wir rennen jetzt mal direkt zu Bilbo. Ja, ja. Jo, jo, jo. Wir laufen einmal kurz hier die Storage Short Call. Wir kennen uns ja schon. Oh Gott. Die Kamera, das ist alles viel zu enges Gebiet. Ich muss das so machen, dann ist es von der Auflösung her besser. How's your wound? So, ich mach hin, ich mag die Story hören. Meaning, we'll use Grand Counseling. Oh, ist das große Treffen. Okay, about that, you see. Jetzt kriegen wir die Story. I've told you much of the future, but I might not have told you at all full. Oh Gott. Okay, das war jetzt sehr dumm von mir. Aber okay, jetzt wissen wir, was zu tun ist. Wir bleiben an der Stelle stehen und lassen dem einfach mal geschehen, was da geschehen soll. Ich zoome auch mal nicht raus. Da ist der Ring. Den feinen Ring nehmen wir wieder mit. Jetzt hören wir Gollum. Gollum. Jetzt laufen wir nach hier vorne. Und dann kommt Gollum eh vorbei. Dann müssen wir rein theoretisch irgendwie aus der Höhle auch wieder raus. Oh Gott. Verfolgung mit der Kamera. Eieieiei, das wird anstrengend. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Story an. Eieiei. Gut. Ah. Wie gut sind die aufgelöst? Alter, du kannst voll reinzoomen, das ist ja brutal. Oh, das Gesicht! Gott. Also man muss ja lassen, die Grafik ist für die damals. Aber für damals ist die Grafik echt gut gewesen.
Das Spiel schaut ja auch super aus, auch wenn es jetzt ein Mod ist. Aber das Spiel sah da trotzdem damals für die Zeit echt gut aus. Ja, okay. Spiel. What then? Oh Gott, bedeutet jedes Mal, wenn ich falsch bin. Oh Scheiße, das ist Trial and Error. Okay. What's never sees, it's taller than the trees. Up, up, it grows. Goes and never, yet it never grows. Müsste ja passen, oder? Baum kann. Jo, passt. Okay, ich werde trotzdem versuchen, auf einen Schlag zu machen. Ach, komm schon. Ist der Wind. Also stehe ich schon richtig. Das ergibt keinen Sinn und das ergibt auch keinen. Ja. Ich war mir nicht in der Reihenfolge mehr sicher. Oh Gott. Zeit. Zeit. Die Zeit ist auch gemeint, du so schnell kannst du teilweise gar nicht nachdenken. Geil geschafft. Ja, stimmt, das war echt nicht hart. Let's off here. Hansels! Wrong, guess again. Knife! Oh, shut up! Wrong again, last guess. String! Ich speichere jetzt trotzdem einmal. Einfach zur Sicherheit, weil ich weiß, dass sowas ganz schön gemein enden kann. Und wir kennen es, also ich kenne es auf jeden Fall von unseren letzten paar Missionen, dass ich doch gerne teilweise dort verliere, wo ich denke, jetzt kann ich gar nicht mehr verlieren. Und jetzt bin ich doch ein bisschen auf die Sicherheit lieber getrimmt, als das 3000 Mal durchzuspielen. Vor allem, weil ich nur 2 Sekunden spiele und 10 Sekunden zuhöre, 10 Minuten zuhöre. Vielleicht besser, wenn ich speichere. Vielleicht. Ist es schlauer. Warum mache ich jetzt immer 3 Stunden speichert? PC. Hallo? Lebst du noch? Danke schön. Okay, weiter geht's. Wrong both times. Come in. I won the game. You promised to show me the way out. Did we say so, precious? Did we say so? What has
Okay, was passiert jetzt? Ja, du hast verloren, Gollum. Wir kennen das Spiel. Ich gehe schon mal ein bisschen weg. Das kann doch gar nicht gut sein, jetzt mit der Kamera verbunden. Pockets. Okay, es war einfacher als erwartet. Escape the Gollum Cave. Disco Gollum an dem Start hier. Okay, wenn ich unsichtbar bin, ist es eher easy. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass das jetzt wieder sowas wird wie das mit den Nazguls in der Art. Hätte ich jetzt erwartet, dass das wirklich so eine Nazgul-Szene wieder wird, aber das ging irgendwie. Jetzt hat er sich befreit. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Lass mich da raus. Oh Gott, das ist. Ich glaube, ich hab's verschrien. Das geht jetzt so weiter, oh Gottes Willen. Wenn man sich da jetzt auch noch verlaufen kann, dann bin ich echt am Arsch. Weil ich und verlaufen, wir sind die besten Freunde. Oh Gott, das kannst du echt. Oh, holy shitty Moroni. Das ist, was ich vorher in diesem Game am meisten... Oh, nee! Da geht noch ein Pfad lang. Das wäre eine eklige Karte für die Multiplayer, wenn du so kleine Höhlen überall hast, in denen du bauen musst. Gab's nicht sowas in der Art mit der... Oh, guck mal, eine größere Pfad. Sowas in der Art bei der Original, wo du gegen Kankra gekämpft hast. Dass du da irgendwie in den Höhlen dich aufgebaut hast. Oder hast du dann nur die Leute befreit für den Kampf am Ende? Ich weiß es nicht mehr genau. Das war im ersten Schlacht um Mittelerde. Das war, da hast du ja wirklich noch die Story von dem einen Ring gespielt. Was du ja jetzt eigentlich, nicht mehr machst. Sondern im Original spielst du jetzt irgendwelche Storys, die einfach keinen originalen Sinn mehr ergeben. Oh, guck mal! Das kann doch gar nicht gut sein. Oh Gott, es geht nach draußen. Ich hab's vermutet. Oh nee, das kann nicht. Oh Gott. Filmszene? Ich wette. Nee, nicht mal. Das Gesicht schaut so geil aus. Der grinst so. So süß grinsend, das gibt's gar nicht. Okay, das war die Story. Speak to Bilbo and Tale of the Riddles. Okay, einmal schnell abspeichern. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. In der nächsten Folge hören wir uns die nächste Story an. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.